Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map hier in der Version. Hast du nicht gesehen ohne Dingsbums? Nein, Quatsch! Entschuldigung, ich hab heute einen Clown gefrühstückt. In der Version 1.8 ohne Gräben. Wir sind dabei, ein bisschen Papier zu verteilen. Und ich bringe jetzt einfach mal Papier hoch zum, weiß ich auch nicht, reichen da am besten, zum Rinderhof, zur Haferflockenfabrik. Ja, ich fahre mal weiter geradeaus. Und dann fahre ich bei der Holzindustrie quer durch. Und dann klappt das schon. Ja, wie war euer Wochenende? Alles gut überstanden? Wie gesagt, letztes Wochenende gab es keinen Livestream von mir. Aber das habt ihr ja sicherlich gemerkt. Ich habe auch nirgendwo mitgespielt. Eventuell gibt es jetzt das kommende Wochenende einen Stream. Mal gucken. Freitag und oder Samstag. Mal gucken. Ich hätte auf jeden Fall Zeit. Aber ich kann eben noch nicht genau sagen. Ich muss das echt noch abwarten. Und wir werden sehen. Muss man hier die Karte wieder größer machen? Okay. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier eine Abkürzung nehmen. Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da durch? Ne, durch komme ich nicht. Okay. Aber dran vorbei komme ich. Das ist ja auch schon was. So. Ja, wie gesagt, jetzt kommt das Wochenende, Freitag und oder Samstag eventuell Livestream. Oh. Ich natürlich auch so ein bisschen daran, wie denn die anderen Zeit und Lust haben. Weil ich alleine im Livestream muss ja nicht unbedingt sein. So. Da haben wir schon mal was. Fehlt natürlich immer noch jede Menge. Nordfriesische Haferflocken, ne? Wie viel Prozent haben wir denn hier? 85.000, 42 Prozent. Naja, gut. Karton, leere Paletten und Hafer. Ja, leere Paletten können wir ja schon mal herbringen. Die haben wir ja hier vorne. Die hätten wir eigentlich auch gerade gleich mitnehmen können. Naja, hätte, Fahrradkette. Ja, und Kartonpalette. Ja, können wir dann gleich noch holen. Oh, sag mal. Also der Verbrauch hier, der ist aber echt nicht schön. Muss ich jetzt mal so sagen. Komm, einen noch. Ups. So. Und hier ist schon wieder alles weg, oder wie? Kann doch nicht wahr sein. Da ist schon wieder alles voll. Mal eben hier meine Lade. Dingenskirchen auf anpassen.
hier. Die letzte Palette, die bringe ich gleich eben von Hand rüber zur Bienenstoffproduktion. Jetzt. Hier nämlich auch weiterlaufen. Müssen wir dann auch mal irgendwann verteilen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal hier zur Haferproduktion angeliefert wird. Jetzt muss man eben gucken, wie fahre ich denn am dümmsten. Dümmsten zurück. Dahin, ja. Muss so sein. Eben zur Zellstofffabrik. Gucken, ob die schon wieder was produziert hat, seit ich zuletzt hier war. Da war. Ab. Ja, wir können auch noch Felder kaufen eigentlich. Wobei hier Feld 22, hier rechts von uns, das gehört uns ja schon, da ist Hafer drauf. Feld 21, was so schräg oben ist. Müssen wir hier vorne rechts abbiegen. Das gehört uns ja auch, ist auch Hafer drauf. Sind wir dicht an der Haferflockenfabrik. So. Rapsfelder. Raps haben wir ja nun extrem viel angesät, damit wir hier Öl und Diesel produzieren. Also,
können wir uns den Rest hier auch noch mitnehmen hier. Okay. Dann kann hier fleißig produziert werden. Und wenn wir hier mal reingucken, haben wir, glaube ich, auch. Ja, Hackschnitzel haben wir, glaube ich, hier. Haben wir hier lang und schmutzig. Das soll wohl erstmal ein bisschen was reichen. Haben wir hier gar keine Anzeige? Naja. Ich dachte, hier wäre auch irgendwo eine Anzeige gewesen. So kann man sich täuschen. So. Weiter geht's. Wieder ab zurück. Zur Dingensfabrik. Zur Haferflockenfabrik. Oh. Schalte ich mal wieder ab. Muss euch ja nicht mehr auf den Keks gehen als unbedingt nötig. Auf jeden Fall nehme ich mir gleich von der Holzfabrik auch noch wieder Leerpaletten mit. Ich weiß zwar jetzt gar nicht mehr, wofür ich die brauche genau, aber ich nehme sie erstmal mit. Kann hier nämlich bei der nächsten Ernte sofort mit der Produktion begonnen werden. Versteht ihr? Dann ist das hier nämlich alles richtig schön. Ja, die lasse ich aber jetzt da stehen, die drei. Da sehe ich gar nicht anders bei aus. Das interessiert mich jetzt gerade relativ wenig. Mich interessiert jetzt eigentlich nur, dass ich jetzt hier Leerpaletten mitnehmen und die verteilen kann. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wohin. Ach. Falsche Ladesorte noch ausgewählt. Wo brauchte ich denn noch unbedingt? Leerpaletten. Ich weiß es nicht. Das war der Brauerei. Yeah.
Leerpaletten 48%. Das sieht ja nicht so schlecht aus. Nö, hier brauche ich keine. Also erstmal nicht. Was nicht dringend. Können wir noch welche gebrauchen? Molkerei? Ah, nee, hier unten. Erstmal bei der Tomatenzucht gucken. Ich glaube, da habe ich genug. Leerpalette sind 58%. Aber Ketchup und Mayo Fabrik. Da habe ich bestimmt gar nichts an Leerpalette. Ja, da habe ich nichts. Leerpalette und Kartonpalette brauche ich hier auch unbedingt. Mann, Mann, Mann. Ich habe, glaube ich, alles verkauft. Dann fahren wir mal. Leute, die Zeit läuft uns schon wieder davon. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir Like, Kommentar, Abo. Ja. Kommt zu Facebook. Friesenjung 13. Oder auf meine Website. Ja. Und schaltet vor allem morgen wieder ein zur nächsten Folge Let's Play LS17. In diesem Sinn, sage ich dann mal ciao.